Hallo zusammen, heute zeige ich euch meinen Jeden-Tag-Look. Also ein Look, den ich mir so angewöhnt habe in den letzten Tagen, um trotz ja, wenig Zeit oder eigentlich muss ich jetzt auch nicht besonders so doll aussehen, dass ich mich jetzt hier wahnsinnig in Schale schmeißen muss und geschminkt sein muss, aber so ein bisschen schon. Einfach hat man dann selber ein besseres Gefühl, ein besseres Auftreten, wenn man ein bisschen Farbe im Gesicht hat, aber nicht zu dolle. Ich wollte jetzt keine, oder ich möchte zurzeit keine bunten Augenlider, ich möchte einfach so ein Nude-farbenes, so ein No-Make-Up-Make-Up-Look. Genau, es ist einfach ein No-Make-Up-Make-Up-Look mit ein paar Produkten, alles aufgetragen mit den Fingern. Bis gleich. So, dann beginne ich jetzt mal mit dem Look. Also, Pure Nature, mein Everyday-Look. Als erstes dieses Ölserum. Illuminating Oil von Soul. Also auch wenn man jetzt nicht viel vorhat, möchte man ja, also in meinem Alter, ich möchte nicht mehr so ganz ohne aus dem Haus gehen. Ja klar, mache ich auch, aber ich möchte mal so meinen Everyday Look euch zeigen. Und in Anlehnung an so ein bisschen Yoga Skin, also so frisch, ne? Frisch und natürlich. Also dieses Anti-Aging Oil. Ich habe heute mal fröhliche Blumen ins Haar gemacht, um die Haare aus dem Gesicht zu halten. So, überall Pickelchen, hier Pickel, rote Stellen. Aber das soll eine getönte Tagescreme nur drauf. Ich möchte kein deckendes Make-up. Ich bin sowieso nicht so ein Fan von so deckendem Make-up. Insofern kommt mir dieser Trend, der dieses Jahr Einzug hält, dass die Haut natürlich aussieht, dass also die eigene Haut so durchschimmert mit ihren kleinen, nicht Unebenheit, aber mit den Rötungen, die wir haben. Wir haben keine Babyhaut mehr. Also ich nehme diese Age von Age Perfect, diese getönte Tagescreme in dieser Apachenfarbe. Werdet ihr gleich sehen. Aber da brauche ich keinen Bronzer, keinen Highlighter. Die Haut, die ist mit Feuchtigkeit versorgt und hat einfach diesen Glow. Und ihr habt keine Schicht. Also es ist eine getönte Tagescreme, die einfach so einen kleinen Wow-Bam-Look, Hautlook auf eure Haut zaubert. Also ich rede auch ein bisschen, aber ich habe das Telefon neben mir liegen, ne? Falls es klingelt. So, das war es schon. Was ich jetzt aber tun werde, ich werde mit einem Concealer und versuchen das jetzt hier ein bisschen zu kaschieren. Geht ganz gut. Der ist zwar ziemlich hell, aber naja, so ein Ding muss einfach abheilen, ne? Also dieser Everyday-Look, da mache ich jetzt auch keinen Concealer unter die Augen. Ich mache da kein großes Gedöns und Geschiss. Die Augenbrauen, die spärlichen, die werden mit dem Brow Shaper von Bobbi Brown. Ich habe jetzt noch einen anderen, neuen, der ist auch sehr schön, aber der muss erstmal, den neuen stelle ich euch auch bald vor. Der muss jetzt hier erstmal weg, den mag ich gerne, den habe ich, der war schon etwas angetrocknet, dann habe ich einfach ein klein bisschen Rosenwasser, also hier drauf gesprüht. Und schon funktioniert es wieder. So. Bar Minerals. Tolle Firma, tolle Produkte. Da kommt ja auch mein, also dieses Original, diese Powder Foundation. Und die haben fantastische Lidschatten. Die sahen, jetzt haben wir es wieder, alte Sachen gehen raus, neue ziehen ein. Die sahen vorher so aus, 5 in 1. Und das Schöne an denen war, die gibt es jetzt nicht mehr, die sind raus aus dem Programm. Das Schöne an denen war, dass es ein cremiges Produkt war, gleichzeitig mit einem Primer, mit Sonnenschutz etc. Man brauchte also keinen Eyelid Primer, perfekt für einen Everyday-Look. So, nun war ich vor ein paar Tagen beim Douglas und mir wurde gesagt, dass die nicht mehr gibt, dass die jetzt eingezogen worden sind, aber es gibt neue. Die sehen jetzt so aus, sind nicht mehr so schön, ich fand die schöner. Und das sind alle so Nude-Töne. Gibt es, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Nude-Töne. Könnt ihr euch das vorstellen? 6 oder 7, also gehen ins Rosé, ins Sandfarben. Ja, also den werde ich jetzt auf mein Lid auftragen. Gerade wenn man jetzt so einen Everyday-Look, finde ich,
in Nude sehr schön, weil nudefarbene Augenlider, also hellere Augenlider ohne viel Tamtam, die öffnen das Auge und machen es einfach frischer. So. Heiliges Ding da, wow. Also ich mache das jetzt mal mit den Fingern. Wird das Augenlid mega aufgehellt. Wie ihr seht, mega. Doch so ein tolles Wort, was ich mir angewöhnt habe. Naja. Auch hier schön im Winkel und hier ist auch gerne ein bisschen rot. So, das war's. Also Base und Lidschatten in einem. Ganz wenig braucht man da nur. Ihr könnt natürlich auch einen Pinsel nehmen, wenn ihr euch damit sicherer fühlt. Da kann man ruhig ein bisschen höher gehen. Aber, nee, nicht aber. Mit den Fingern habt ihr insofern eine leichtere Auftragungsweise, weil die Finger warm sind. Und somit verschmilzt das Produkt sehr schön auf der Haut. Also Produkt und Haut verschmilzen sehr schön miteinander. So. In einem Rutsch. Irgendwie ist da mehr drauf. Gut. Also Fingerchen nehmen. Diese Dinger kosten 22 Euro. Und da ich jetzt mir in der nächsten Zeit mit Sicherheit nicht den Nerv habe, mir bunte Augen zu machen und die leider, na, die sind schon ziemlich trocken. So. Jetzt nehme ich von, wie heißt der, Marc Jacobs, das ist so ein feiner Eyeliner. Nein, so ein Kajal ist das. Da gibt es verschiedene. Das ist grau mit einem kleinen bisschen Silber, aber ganz dezent. Nicht auf der Wasserlinie. Mascara. Hier sind wir noch nicht alle. Die Claudia Schiffer. Ein klein bisschen Rouge darf nie fehlen. Mein neues Lieblingsprodukt, Judith Williams, dieser natürliche Creme Blush, gibt es nur in einer Farbe. Ist eine sehr schöne, ich würde sagen Nektar. Ich taufe sie jetzt mal Nektar, so heißt sie nicht, aber ich taufe die jetzt mal so. Und lässt sich, ihr seht das hier ganz toll, auf diese getönten Tagescreme auftragen. Ich finde es übrigens ganz gut, dass man die eigene Haut durchsieht. Ich mag mich nicht so maskenhaft schminken, dass man, na klar, also wie so eine Leinwand, ne, dass alles abgedeckt ist. Das sieht irgendwann cakey aus. Sag ich jetzt mal. Wir können ja ruhig unsere eigene Haut. Erstmal ist es schonender, die Haut atmet, kann mehr atmen, als wenn wir da Schicht für Schicht auflegen. Das ist jetzt leider noch zu sehen. Ich versuche das nochmal mit dem hier, mit diesem Catrice Face Perfector, aber irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl. Das wird nichts. Also, doch, doch, jetzt wird's. Naja, so ein bisschen. Ist immer schön, ne, wenn man nachts, nicht nachts aufwacht. Ja, das auch, also wenn man morgens aufwacht und schwuppdiwupp hast du wieder mal einen Pickel. Das ist von Celagon, ein Aprikosen, so ein Balm, Aprikosenölbalm. Das nehme ich ganz gern für die Lippen und einfach Farbe, kann man das noch lesen? Ich weiß es nicht, das ist dieser 642 oder so von L'Oreal, dieser Rich Shine, toll im Geschmack. Toll im Auftrag. Sieht einfach gepflegt aus. So, meine Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Ein einfacher, natürlicher Look. Hier rumpelt es irgendwie unter mir. Mit ganz wenigen Produkten, eigentlich ohne Pinsel. Ich habe überhaupt keinen Pinsel. Bloß alles mit den Händen aufgetragen in Windeseile. Ein
Alltagslook, ein nudefarbener Alltagslook. Ich habe ein sehr schönes Hautgefühl, weil die Haut super gepflegt ist. Und mit dieser getönten Tagescreme von Age Perfect für Ladies in meinem Alter, also Age Perfect, wisst ihr ja selber, wer Age Perfect ist, da trocknet auch nichts aus. Und ihr habt doch nicht irgendwie das Gefühl, dass sich da irgendwas absetzt. Aber geht nicht zu hoch hier unter, hier unten, ne? Dieser Augenpartie. Wer mag, kann sich natürlich auch gerne noch einen Concealer auftragen. Aber ich wollte euch einfach mal meinen jetzt so jeden Tag Look zeigen, der für mich schnell gehen muss. Ich möchte gepflegt aussehen, ein bisschen was auf den Augenlidern haben und ein bisschen was auf den Lippen haben und dass mein Gesicht, meine Haut so ein bisschen so ein Glow hat. Ohne Puder. Es sind alles cremige Produkte. Ja, in diesem Sinne, ich schreibe sie euch gerne auf. Ich bin wirklich von diesem, nee, der ist es nicht, der ist es auch sehr angetan, obwohl ich ein bisschen traurig bin, dass die alten Produkte aus dem Programm genommen worden sind. Aber bei Sephora ist das ja auch so. Es ist bei vielen Firmen so. Tolle Sachen gehen einfach raus, verschwinden einfach so ganz klammheimlich und neue ziehen wieder ein. Und wir müssen uns wieder an die neuen Sachen gewöhnen. Aber setz live. So ist das eben in einer Gesellschaft des Überflusses. Tja, leider. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Seid besonders gut zu euch. Danke fürs Zuschauen und bis bald.